Hallo und herzlich willkommen zurück. Geht einem direkt die Stimme sterben. Herzlich willkommen zurück bei Skull TV zum Atheron Live Pen and Paper. Mein Name ist Marius. Ich bin heute Abend Ihr Reise- und Spielleiter in erster Linie, vor allem der Spielleiter. Und freue mich, dass ihr alle wieder da seid. Heute zu einer weiteren Ausgabe. Gute Knappen, schlechte Knappen. Was passiert in Atheron? Und ja, bevor wir kurz dann auch wirklich loslegen, nochmal kurz für euch schnell zusammengefasst. Was machen wir hier überhaupt? Und warum habe ich genau jetzt einen Frosch im Hals? Wir sind hier, um ein Pen-and-Paper-Rollenspiel zu spielen. Und das dürfte denen von euch, die es nicht bereits kennen, aus der Popkultur bestens als Dungeons and Dragons bekannt sein. Anders als bei einem Computerrollenspiel trifft man sich mit ein paar Freunden, sitzt am Tisch und die Geschichte entsteht in den Köpfen und wird gemeinsam beschrieben und erzählt. In unserem Fall virtuell. Dabei gibt es dann klassischerweise mich, einen Spielleiter und ein paar Spieler, die anderen. Wenn jetzt herausgefunden werden soll, ob bestimmte Versuche, etwas zu tun, gelingen, gibt es in der Regel bei solchen Pen-and-Paper-Rollenspielen sogenannte Proben. Unsere Regeln und Proben funktionieren sehr simpel. Wir machen das Ganze mit Spielkarten. Ich habe einmal einen Stapel Karten in diesen hübschen Bourbon-Farben. Das Ganze funktioniert so, wenn die Leute etwas machen wollen, oder besser gesagt mit einem Beispiel, wenn der Schreiner ein Brett aus einem Stück Baum ziehen möchte, dann kann er das. Er ist schließlich Schreiner. Wenn der Schreiner aber ein Bett mit perfekten Bindungen bauen möchte, dann wird mittels einer Probe geschaut, ob ihm das auch entsprechend gelingt. Und dann schauen wir dann nach und stellen fest, in dem Fall hätten wir eine rote Karte gezogen, das wäre also ein Erfolg, eine schwarze Karte wäre ein Misserfolg. Jetzt kann es aber sein, dass der Schreiner nun auf einmal ein perfektes Rosinenbrötchen backen muss, warum auch immer. Dann ist das zwar nicht absolut unmöglich, aber sehr schwer bis unwahrscheinlich. Dabei kann er dann die Feen anrufen und ihren Beistand erbitten. Dafür haben wir dann einen zweiten Stapel, diesen wunderschönen mystischen schwarzen. Und das Ergebnis des Stapels bestimmt dann auch hier darüber, wie hold ihm die Feen waren und ob das von Erfolg gekrönt ist. Auch hier gilt wieder, eine rote Farbe ist ein Erfolg, eine schwarze Farbe ein Misserfolg. Und dann kommt noch dazu, je höher der Wert der gezogenen Karte ist, desto katastrophaler kann das funktionieren oder schiefgehen. So, und bevor ich jetzt hier gleich noch weiterrede und euch erzähle, wo wir sind und was bisher geschah, stellen sich doch einmal die anderen kurz vor und wir fangen einmal mit der Pia an. Wer bist du und wen spielst du? Ich bin Pia und ich spiele Yvaine. Dann der Pippo. Servus, ich bin der Philipp und ich spiele Finlay McLaughlin. René. Hallo, ich bin René. Ich spiele Timothy Fitzgerald of Rodfield. Und Steffi. Ich bin Steffi, ich spiele die Rosemary Starham of Amber Hills. Genau. Und um ein bisschen nochmal zu erzählen, wo wir uns befinden, erzähle ich euch kurz ein bisschen was über Atheron. Atheron ist ein Inselstaat im Westen Mithudaeas. Es ist ein bodenständiges Land. Man zieht das Kettenhemd noch dem platten Harnisch vor und die Leute sind in der Regel eher einfach. So viele Zwist es auch geben mag, neben der gemeinsamen Herkunft eint die Atheroner noch etwas anderes. Und das ist der tiefe Glaube daran, dass die Feen allgegenwärtig sind und man sie besser besänftigt. Das Land selbst ist vielenorts noch ursprünglich mit dunklen, riesigen Wäldern, hohen Gebirgen und auch weiten, saftigen Wiesen und endlosen Steppen. Doch unser Blick zieht uns jetzt in die Herzlande Atherons, wo sich neben der Hauptstadt und dem Sitz der Königin Jocelyn Agatha Rubinia auf Timber Falls auch die Schmiede der Tugend, Atherons berühmte Knappenschule, findet, an der unsere Geschichte ihren Anfang nahm. Denn unsere vier tapferen Knappinnen haben die Schmiede der Tugend hinter sich gelassen, auch wenn ihr Abschluss vom tragischen Tod eines Mitschülers überschattet wurde, bei dessen Ableben auch unsere Heldinnen dabei waren. Noch während der Abschlusszeremonie kamen die Ritterväter und Mütter an und verkündeten den umgehenden Aufbruch sowie tragische Verluste, auch den vom Rittervater Finlays. Auf dem Weg zur Front sollte unsere Reisetruppe das Verschwinden von Köhlern in den Kernlanden untersuchen und fand nach einigen Hinweisen einen Kohleweiler, der zerstört und niedergebrannt war. In den Bäumen hingen grausig zugerichtete Leichen der Köhler. In diesem Moment ertönte ein Horn im Nebel und die Ritter zogen ihre Waffen und unsere Heldinnen gerieten in den Hinterhalt eines Gargentrupps und das so tief im atheronischen Stammesland. Die Ritter leisteten erbitterten Widerstand, doch wurden sie festgesetzt und getötet, während die Knappinnen zusehen mussten und aufgrund ihrer Schwäche verschont wurden. Ohne Hoffnung und verängstigt schürten sie ein Feuer im Wald, das ihnen ungewohnt viel Wärme und Trost spendete, und sie entschlossen sich, etwas zu tun. Und dort steigen wir ein, es ist dunkel, es ist kalt.
Es ist nicht mehr ganz so neblig, aber es ist immer noch schwer, etwas zu sehen. Und unsere tapferen Knappinnen wärmen sich noch am Feuer, bevor der Aufbruch beginnt. Was soll man denn jetzt tun? Die sind alle tot. Wir müssen irgendjemanden warnen. Wir müssen irgendwie Hilfe holen. Lasst uns zuerst ins Dorf zurückgehen. Vielleicht ist ja schon jemand gekommen. Vielleicht finden wir jemanden. Irgendjemanden, der uns helfen kann. Yvain, dir hat es die Stimme verschlagen, weil du bist gemutet. Irgendjemand mit einem Pferd, der die Kunde weitertragen kann, wäre gut. Damit das schnell bekannt wird, dass Gargen hier sind. Mittendrin. Aber in Lateron. Aber glaubst du, wir finden den Weg zurück? Ich meine, hier in den Wäldern, hier könnten jetzt überall Skagen sein. Was bleibt uns denn anderes übrig? Ja, wenn wir es nicht versuchen, dann was sollen wir dann sonst machen? Hier sitzen bleiben? Wir können nicht hier sitzen bleiben, sogar wenn es uns die Angst zerfrisst. Wir verhungern. Wir müssen zurück. So oder ja, so. Nur findet noch irgendjemand in der Nacht den Weg zurück. Lass uns warten, bis es ein wenig heller wird. Und dann können wir unseren Spuren folgen, oder nicht? Ja, im Morgengrauen. Es ist feucht. Ja. Ihr wartet ab, versucht das bisschen Ruhe und Rast zu bekommen, was die Situation euch in irgendeiner Form geben kann. Das Feuer wärmt euch weiterhin bis tief in die Knochen hinein, schenkt euch zumindest einen Funken Hoffnung. Und es dauert auch gar nicht lange. Vielleicht seid ihr auch vereinzelt eingenickt, bis tatsächlich es scheinbar anfängt, ein wenig heller zu werden im Dunkel der Nacht. Ich glaube, wir sollten aufbrechen. Ja. Wer geht vorne? Komm, steh mal auf. Ja, ich fange an, das Feuer auszutreten. Da Erde drauf zu schaufeln mit den Füßen. Ich gehe mal nach Spuren schauen. Vielleicht finde ich etwas, was uns hilft. Aber bleib in Sichtweite. Ja. Ja. Du begibst dich in den Umkreis und ja, suchst auf dem Boden nach Spuren, hebst, berührst Äste, den feuchten Boden, in dem du auch durchaus die eine oder andere Tierfährte findest. Aber du findest auch Fußabdrücke. Und zwar Fußabdrücke, würdest du sagen, von 7 Personen. 3 davon deutlich schwerer als die anderen 4. Ich glaube, das ist unsere alte Spur. Ja, dann. Den Fay sei Dank, das hast du gut gemacht. Ja, sehr gut. Dann geh du vor. Ich bleibe ganz hinten. Ihr begibt euch an den Rückweg und ja, tatsächlich kommen euch dann an, oder also Yvain auf jeden Fall, den anderen vermutlich ein bisschen weniger, auch aufgrund der noch nicht wirklich prickelnden Lichtverhältnisse, die Bäume und Landmarken, an denen ihr vorbeikommt, deutlich bekannter vor. Und ja, vielleicht eine halbe Stunde später wird der Wald auch merkbar lichter. Ihr scheint in der Nacht erstaunlich weit doch zurückgekommen zu sein, erstaunlich viel Distanz zurückgelegt zu haben, nochmal nach dem Gefecht gegen die Skagen. Denn so wie der Wald hier aussieht, sah der Wald auch aus, als ihr aus Beaverhaven aufgebrochen seid. Was die Szenerie aber leicht verändert, ist der Nebel. Der leichten Nebelwölkchen über den Waldboden wabert. Und die Sonne schafft es noch nicht, dagegen wirklich vorzukommen. Sie scheint aber auch erst dabei zu sein, jetzt erst so wirklich die ersten Strahlen über den Horizont klettern zu lassen. Der Nebel ist unheimlich. Ja. Da vorne. Lass uns an der Waldgrenze laufen. Ich habe ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Ja. Ihr begibt euch
Ihr begebt euch weiter an der Waldkante entlang und trefft auch schließlich auf den, dann auch wieder irgendwie auf den Pfad, der euch ursprünglich auch mal in den Wald hineinführte. Folgt ihm ein Stück weiter und müsstet jetzt eigentlich die Umrisse schon von Beaverhaven ausmachen können. So weit entfernt vom Wald war es nicht, aber dieser verdammte Nebel scheint auch dicker zu werden. Sind wir richtig? Ich kann überhaupt nichts erkennen. Ich sehe gar nichts. Eigentlich müsste... Man sieht nichts. Eigentlich müsste da das Dorf sein, aber... Verdammte Nebel. Ist doch nicht normal. Mir graut Böses. Aber noch fehlt die Kälte. Ivane, die du erstarrst kurz und lauschst genauer, irgendwas hast du gehört in der Ferne. Es klingt fast, klingen könnten Rufe und Schreie sein, vom Nebel erstickt. Oh nein. Was denn? Hört ihr das? Nein. Da waren Schreie. Wo? Lass uns hin. Auch ihr anderen, wenn ihr euch drauf konzentriert, könnt tatsächlich diese Geräusche hören. Haben die Skagen uns die Waffen gelassen? Ja. Echt? Nice. Ja, dann würde ich tatsächlich mehr schlecht als recht meine Waffe zur Hand nehmen. Mhm. Und versuchen, die Nähe der anderen zu suchen. So ein bisschen der klassische Rücken an Rücken. Ich würde vorschlagen, wir gehen weiter. Weil... es gibt nur einen Weg. Ja. Ja, vielleicht sind da Leute, die unsere Hilfe brauchen. Vielleicht. Oder Verstärkung. Ihr begebt euch jetzt auch vom Waldrand weg aufs offenere Gelände. Der Nebel wird dichter, aber dann nach 200-300 Schritt fangen an, dunklere Stellen sich aus dem Nebel zu schälen. Das sind Gebäude, scheinen die Häuser von Beaverhaven zu sein. Und ein rötlicher Schein, der dahinter flackernd die Schwaden beleuchtet. Und jetzt hört ihr es sehr eindeutig, es sind Rufe und Schreie, die aus Beaverhaven tönen. Es sind Rufe und Schreie von Menschen, die panisch sind, die um ihr Leben fürchten. Wir müssen etwas tun. Lass uns mal nachdenken. Wo waren denn die Stallungen? Vielleicht kann einer von uns auf ein Pferd und Alarm schlagen und Warnung geben. Aber wohin denn? Zur Schmiede. Jemand, irgendwo ist, es ist zu spät. Wenn, dann müssen wir jetzt etwas machen. Ja, aber die Schmiede wird nicht so leicht einzunehmen sein. Okay, wartet mal. Wenn wir verzweifelte Schreie hören, dann haben wir es wahrscheinlich mit Skagen zu tun, ja? Wir hatten es gestern mit Skagen zu tun und wir haben sie bekämpft und sind einfach wiedergekommen. Also lasst uns einfach weitergehen. Rosemary. Ich möchte nicht als Feigling verschrieben werden, aber wir können uns ausrichten. Aber Rosemary. Das haben wir so nicht gelernt. Rosemary, du hörst was, du hörst eilige, schnelle Schritte aus Richtung der Gebäude, die anscheinend näher kommen. Person. Ich drehe mich in die Richtung um und versuche, irgendwas zu erkennen. Tatsächlich schält sich jetzt eine rennende Gestalt aus dem Schatten, nicht groß, nicht größer als ihr, und läuft auf euch zu, sieht sich immer wieder panisch um und versucht scheinbar irgendwie zu schreien, aber scheint schon so heiser zu sein, dass er kaum noch wirklich Laute aus der Kehle bekommt. Und ihr erkennt einen von den Schäferjungen, mit denen ihr in Beaverhaven bei eurem ersten Aufenthalt gesprochen habt. Ja, dann rufe ich ihn zu. Komm zu uns, wir beschützen dich. Helft uns! Die Skagen! Die Skagen! Er ist hochgradig panisch und nicht nur das, auch
zwei weitere, deutlich größere Gestalten nähern sich jetzt mit schweren Schritten aus Richtung der Gebäude. Ich würde versuchen, ihn zu packen, würde ihm sagen, lauf zur Schmiede, meide den Wald und würde den so versuchen wegzuschubsen und so eine Formation aufzubauen mit meinen anderen knappen Freunden, um sich den zwei Gestalten entgegenzustellen. Ja, ja, der Junge stolpert, als du versuchst, ihn wegzustoßen und kauert sich erstmal mehr oder weniger hinter eurer kleinen Reihe direkt zusammen und aus dem Nebel kommen zwei weitere Gestalten, groß, Felle auf den Schultern, runde Schilde und krude Äxte, zwei der Skargen und beide Gesichter, beide Rüstungen kommen euch aus der letzten Nacht sehr bekannt vor. Ich schrei vor und gehe auf sie los, damit sie nicht Alarm schlagen können und hoffe einfach, dass meine Ritter, knappen Kollegen es ähnlich denken und mir einfach folgen aus lauter Reflex und versuche, schau, was da kommt. Ja. Ja. Fragen wir doch mal, ob die dann aus Reflex folgen. Blind. Ja, klappt also, ganz gut, das Training mit und jetzt schreit einer vor und dann rücken wir alle vor, setzt ein. Ich würde tatsächlich wieder versagen. Also wie er vorsagt, gehe ich einen Schritt zurück. Ziehe ein Messer bereit zum Wurf. Ich habe gar keine Lust, so nah an die ranzugehen. Ja. Du tust das und siehst, wie deine Kameradinnen auf die Skargen mit so festen Schritten, wie die doch leicht zitternden Beine es zulassen, zu gehen. Die Skargen kommen grinsend voller Vorfreude auf das Gemetzel auf euch zu. Es scheint noch nicht mal, als würden sie darüber nachdenken, Alarm zu schlagen. Das, was sich da vor ihnen auftut, das ist keine Herausforderung für einen Krieger aus Rinnland. Und ja, sie stürmen auf euch zu mit zum Schlag erhobenen Beilen. Ich erkenne meinen Kontrahenten von der letzten Nacht und habe ihm ja das letzte Mal das Knie zertrümmert. Ja. Und denke mir, vielleicht hat er ja was draus gelernt, was ich hoffe, und hebe den Schild und will ihm im nächsten Gelegenheit die Schulter zertrümmern. Einfach nur, um was anderes zu machen als gestern Abend. Besten aus Beinen antäuschen und dann auf die Schulter abziehen. Ja, genau. Mal sehen, was er tut. Und dann reagieren. Ja. Ja, ja, ja. Er nimmt dich, also ob er dich erkennt oder du eins von vielen Gesichtern bist oder er sich vielleicht auch einfach gar nicht mehr dran erinnert, kannst du nicht ausmachen. Er reagiert auf jeden Fall nicht anders, als weiter auf dich zuzustürmen, nach dir schlagen zu wollen, aber der Hieb mit deinem Streitkolben, jetzt steht scharf, rote Karte, ist schneller, ist besser vom Timing. Du schlägst natürlich auf die Seite, mit der das Beil erhoben hält, weil die andere Seite, auf der anderen Seite ist der Schild, das macht keinen Sinn. Und ja, es knackt widerlich und hässlich und da ist nicht mehr viel, wahrscheinlich nicht mehr viel Gelenk, was man auskugeln könnte. Was möchte parallel die anderen drei machen? Also ich würde versuchen, wenn Finlay quasi angreift, in dem Augenblick hinter den Garge zu kommen und ihm gezielt aufs Knie zu schlagen, und zwar auf das Finlay das letzte Mal geschlagen hat. Alles klar. Das ist mehr oder weniger gar kein Problem für dich. Er ist ja auch gerade sehr abgelenkt. Und ja, also der sackt widerlich knackenden und schnalzenden Geräuschen in Richtung Boden. Rosemary, was willst du tun? Da die anderen beiden so erfolgreich sind, würde ich mich mal auf den anderen Skagen daneben stürzen, damit der nicht zur Hilfe eilen kann. Alles klar. Den würde ich mich auch fokussieren, um sie zu unterstützen. Mit dem Wurf.
Ich wollte gerade sagen, versuchst du auch geistesgegenwärtig genug zu sein, noch zu werfen, bevor sie zu dicht aneinander sind? Ja, der Gedanke war eigentlich quasi, dass der Wurf mehr als Ablenkung dienen soll. Ach so. Damit er sich wegdreht, dann kurz die Rosemary aus den Augen verliert, damit sie Dinge tun kann. Da ich weiß, dass ich echt kein guter Kämpfer in der Runde bin, würde ich noch mal kurz innehalten, mein Spiegelbild in der blitzernden Klinge des Dolches betrachten und würde ein Stoßgebet an den Sonnenhof schicken, an die Fae, dass sie meine Hand leiten mögen und dass dieses Messer genauso gut fliegen möge wie Fechten 1. Damals, als wir noch in der Schule waren, wie alles noch gut war. Die Fae sind dir gewogen. Dein Messer verlässt deine Hand, fliegt in einer perfekten Wurfbahn auf den Skagen zu, schön auf Höhe des behelmten Kopfes, was ihn tatsächlich genau dazu zwingt, was du quasi oft hattest. Er dreht sich weg, um dem auszuweichen, und Rosemary ist schon bereit und lässt ihren Streitkolben niedersausen auf den gegen den weggedrehten Kopf, und es ist ein richtig sattes, schnalziges, sehnenzerreißendes Knacken, was ertönt, als der Kopf nochmal fast 180 Grad sich herumdreht und der Skarge einfach nur zu Boden sackt. Das war unsere Einsatzschülerin. Ich rufe jetzt nur noch lauft und packe Yvain am Kragen und ziehe sie einfach mit mir und winke den anderen zu und bewege mich wieder Richtung Wald und möglichst weit weg vom Dorf, um das Bohrdorf herumzulaufen, auf Richtung Ausgang des Ortes. Was macht ihr? Ja? Ich versuche, den Jungen aufzuheben und den mitzuziehen. Das gelingt dir. Ja, das, also. Ja. Rosemary, da du als Einzige nicht andere Dinge tust oder unfreiwillig bewegt wirst, bekommst du noch etwas anderes mit, als du dabei bist, dich herumzudrehen, um den anderen zu folgen. Du siehst, wie aus dem Nebel, aus dem Dorf eine weitere Gestalt kommt. Eine Gestalt, die ihr in der Nacht davor nicht gesehen habt. Sie ist behangen mit knöchernen Talismanen, trägt schon fast etwas Robenartiges, ein bemaltes Gesicht und scheint einen Gesang anzustimmen und von sich zu geben. Und während du dich weiter umdrehst, um loszulaufen, siehst du, wie sich mit dem weiter Anschwellen dieses Gesanges der Skarge, den du getötet hast, zu Nebel auflöst und ein wenig weiter links von dir der Nebel sich auf einmal verdichtet. Genau derselbe Skarge dort aus dem Nebel heraustritt, aber augenscheinlich noch nicht genug Orientierung hat, um aus dieser Situation Gewinn zu schlagen, sodass du deinen knappen Kameraden folgen kannst. Das Messer von Timothy mitnehmen? Ja. Ehre. Einsatzschüler. Danke. Ja, das gelingt dir und gibt dir auch die Möglichkeit, tatsächlich zu sehen, dass diese Gestalt, diese singende Gestalt im Nebel auch irgendwelche Gesten vollführt, die augenscheinlich mit dem Wiederauftauchen zu tun haben. Gut, dann würde ich versuchen, den anderen hinterherzukommen, um hoffentlich davon berichten zu können. Es gelingt dir auf jeden Fall. Ihr rettet euch an den Waldrand hinein und sammelt euch kurz, um euch vermutlich weiter zu bewegen oder euch weiter Sicherheit zu bringen vor dem Massaker, das augenscheinlich in Beaverhaven stattfindet. Und was dann weiter passiert, sehen wir nach einer Kurzunterbrechung von 5 Minuten.